Hallo und willkommen in der Italia-Kerkab hier. Was ihr hier seht, ist ein Rahmenzelt, was ich bereits gestern begonnen habe. Ein AX-Leitnis-Reihe mit einer 3T-Gabel. Das sieht zurzeit noch ein wenig wild und unfertig aus, aber das wird für heute mein Projekt werden und ich möchte euch einige der nächsten Schritte erklären, die für dieses Design nötig sind. For the foreigners, what you can see here is an AX-Leitnis Evo frameset. I started yesterday with the design and today I want to show you some steps of the new design I will produce on this frameset. This frameset gets a design we have already produced at the E2E paint shop, you can see here. And what I have to do now is I have to change my clothes and then I can start with the next steps of the paint job. Was ich natürlich nur noch machen muss, ist mich umziehen. Ich bin zurzeit noch in Straßenkleidung. Das werde ich jetzt erstmal tun und dann bis gleich in der Lackierkabine. In der Lackierkabine habt ihr gesehen, wie ich die letzte schwarze Farbschicht auf den Rahmen aufgesprüht habe. Nun, wo alle Farben auf dem Rahmen sind, kann ich endlich beginnen, die Logos aufzusprühen. You have seen how I sprayed on the last black layer of color on the frameset in the paint booth behind me. Now I can start spraying all the logos and graphics on the frame. After spraying all the logos and graphics, last step is to finish the frame with a matte clear coat. Nachdem ich alle Logos aufgetragen habe, habe ich noch einen Arbeitsschritt zu tun, und zwar den Rahmen mit einer matten Klarlackierung zu versiegeln. Danach ist der Rahmen fertig und kann montiert werden. Was ich nun noch vor den Lackierarbeiten zu machen habe, ist die Logos und Grafiken zu erstellen und davon Schablonen anzufertigen. Again for all the foreigners, what I have to do now before I can start spraying on the frame is creating some stencils for the logos and also for the graphic elements. And I will capture my screen here, so you can see what I'm doing on my laptop. Ich werde euch hier nochmal meinen Screen capturen, damit ihr auch genau seht, was ich am Laptop mache. So, was ihr hier als erstes seht, sind in Magenta eingefärbt die ganzen Logo-Elemente, die später auf dem Rahmen aufgebracht werden. Das AX-Leitnis-Logo, das Weil-Evo-Logo, natürlich auch unsere eigenen E2E-Logos und einige grüne Elemente. Dabei handelt es sich um Grafikflächen, die später rot abgesetzt werden. Hier zum Beispiel unten Streifen für die Rahmenrohre oder weiter oben diese fischartige Form für die Gabel. What you can see here are all the logo elements for the frameset, the AX-Leitnis logo, the Weil Evo logo and of course also our E2E logo. Underneath all these logos are some striping graphic elements we will use for the frame, for the tubes on the frame, and of course also for the fork, fishy element. It's shaped like a fish, and I will apply this on the inside of the fork legs for a red area. What I have to do now is cut all these masks into a masking film, and then I can apply all these masks on my frame and I can spray the logos on the frame. Was ich jetzt noch machen werde, ist all diese Logos und Grafikelemente in eine Maskierfolie schneiden, diese dann auf dem Rahmen aufkleben und dann geht es in der Lackierkabine weiter und ihr könnt sehen, wie ich diese Flächen auf den Rahmen aufsprühe. Was ihr hier seht, ist der Maskierfilm und was ich jetzt noch machen muss, ist die einzelnen Buchstaben und einzelnen Logos aus dem Maskierfilm auszugittern.
Danach kann ich dieses Stück Maskierfilm in einzelne Stücke schneiden und die Logos auf den Rahmen aufkleben. What you see here is the masking film, and what I have to do now is peel off all the letters and logos out of the masking film. Then I can cut this sheet of masking film into pieces, and I can stick on all the logos on the frame. Im letzten Schritt vor der Klarlackierung möchte ich euch noch schnell zeigen, wie ich den Fahrername und diese kleine Deutschlandflagge auf das Oberrohr gesprüht habe. In the last step before clearcoat, I want to show you how I sprayed on the owner's name and the little German flag on the top tube. Als erstes sprühe ich auch hier weißen Basislack, genau wie bei den Logos auf, auch auf die Fläche, wo später die Flagge erscheinen wird. At first I spray on a white base coat, also as you have seen on the logos, and also on the layer where the flag appears. Nach der weißen Basisfarbe sprühe ich nacheinander das Rot und das Gelb in die Flagge ein. After the white base coat, I spray on the red stripe and also the yellow stripe on the flag. The frame set is ready painted and the clear coat has dried. What I have to do now is removing all the stencils from the red areas. This is a bit like Christmas for every custom painter, because now I can see the complete design of the frame set and I can check out if all the design work turns out nice in the frame. Der Rahmen ist nun fertig lackiert und der Klarlack konnte ausreichend trocknen. Nun muss ich noch die roten Bereiche demaskieren und das ist ein wenig die Weihnachten für jeden Lackierer. Denn erst jetzt kann ich das komplette Rahmendesign sehen und kann überprüfen, ob die Lackierung perfekt auf dem Rahmen ausgeführt wurde.